Hallo zusammen, ich bin der TechPirat aus dem schönen Düsseldorf. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zu meinem neuesten Video. Heute geht es mal wieder um die Windows-Support-Betrügermasche. Für alle, die diese noch nicht kennen, aus meinen anderen Videos kurz erklärt, da versuchen Leute bzw. Betrüger anzurufen und einem etwas aufzuschwatzen. In dem Fall natürlich ein Windows-Support. Jetzt ist es so, dass ich da schon Kunde bin, also wird zumindest behauptet, und ich durch meine Kundentätigkeit sozusagen jetzt die Wartung ansteht, die regelmäßige Wartung. Das heißt also, der Support-Mitarbeiter möchte kostenlos auf meinen Computer schauen, um dann die anstehende Wartung zu machen. Am Ende ist es allerdings so, dass natürlich wieder Fehler um Fehler gefunden werden und diese Fehler kosten dann Geld. In dem Fall ist richtig wenig Geld, nur so knapp 1000 Euro, aber das seht ihr ja dann hier in dem Video. Das ganz Besondere an dem Video ist, dass diese Mitarbeiterin so einen dermaßenen Stuss erzählt, das weiß sogar jeder, der sich nur ein ganz bisschen mit Computer auskennt, dass das, was die da zusammen erzählt, überhaupt gar kein Hand und Fuß hat und von Technik überhaupt sowieso schon mal gar nicht die Rede sein kann. Die zieht sich da Dinge aus der Nase oder das sträuben einem Techniker tatsächlich die Fußnägel. Und also ich habe viele Telefonate schon in der Richtung gemacht, aber das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, was einem hier als Fehler oder wie auch immer verkauft werden soll. Deswegen nicht lange schnacken, wir steigen da sofort ein und zwar sparen wir uns den ganzen Käse, wie die auf meinen Computer kommen, sondern wir steigen sofort ab der interessanten Stelle ein. Bitte entschuldigt den Ton an der einen oder anderen Stelle, war wieder sehr spontan und ich habe aber nicht viel zu reden, von daher hört ihr die sehr klar und deutlich. Die Frage ist nur, ob ihr sie versteht, aber das ist eine andere Frage, die stellt sich erst nach dem Intro. Hallo? Ich bin vor dem Computer, ja. Nein, was ist das? Computer, die wichtigen Sachen hier kaputt und inzwischen sei, das ist sehr gefährlich. Warum? Weil in diesem Fall, wenn das klappt auf Ihrem Computer, inzwischen das macht Ihr Computer den Hardware auch kaputt. Plus, das ist hier auch eine dritte Schade. Ich öffne die Dienste. Ja. So hier Sie können sehen, das ist die Name von Ihrer Computer Dienste. A bis Z. Und wenn Sie sehen hier, die PID-Nummer. Einige Dienst hat die PID-Nummer und einige hat ohne PID. Aber sehen Sie hier, dass die Status, das ist die beendet. Ich bin sehr überrascht, weil das ist Ihr Computer, eine sehr wichtige Applikation. Und hier, die fast alle sind beendet. So, ich habe eine Frage für Sie. Sie benutzen diesen Computer alleine oder noch andere Personen benutzen auch diesen Computer? Nee, ich benutze ihn alleine. Okay. So in diesem Fall, es kann sein, dann hier gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Es kann sein, Sie haben diesen Dienst selbst beendet gemacht oder zweiter. Die fast alle Dienste sind beendet mit Hilfe von diesem Hintergrundprozessor. So hier, wir brauchen auf Ihrem Computer die komplett neue Dienste aktualisieren. Und das sind wir auch kompliziert. Weil hier so ist, wir machen diesem alle beendete Dienste weg von Ihrem Computer. Zweiter, ich habe auf Ihrem Computer keinen Antivirus-Programm gefunden. Ich dachte, der Windows hat ein Virenprogramm, habe ich gedacht.
Windows, nee, das ist falsch. Ich erkläre Ihnen. Windows hat einen Window Defender Programm drin. Okay, das ist eine individuelle App, aber diesem Window Defender macht Ihre Browsers, Ihre kostenfreie Seite nie stutz. Aha. So, weil Ihre Window ist sane und für Ihre Window sane, then Mac Cafe ist compatible. Ah, mhm. McAfee. Und jetzt ist er, ja, McAfee. Und hier Sie können sehen jetzt, ich zeige Ihnen, die CPU. Und hier, wenn Sie sehen, die CPU-Auslastung ist die 8%, 10%. Aber, wenn Sie sehen hier, die CPU bedeutet einen Hardware auch und einen Software auch. Mhm. Okay, das ist die drin, beides. Und wenn Sie sehen hier, die Auslastung von Ihrer CPU, das ist hier schlecht. Ah. Die CPU-Auslastung immer 50-60% sein, nicht hoch, nicht niedrig. Und im Momentan, die CPU-Auslastung ist nicht drin in einem Moment, weil Sie benutzen Internet mit LAN-Kabel, so das ist Ihr LAN-Graph. Und hier, wenn Sie sehen, ja. Die IPv4-Adresse, ich erkläre Ihnen, was ist das. Die IPv4 bedeutet Ihre Computer-IP. Und Ihre Computer-IP, wenn Sie einen Computer gekauft, das kommt drin. Mhm. Und diesem IP ist immer gültig, bis Ihre Computer funktioniert mit dem Hardware auch und mit dem Software auch. Und die Zahlen von Ihrer IP ist die 192.168.92.132. Diesem IP ist immer gleich, wenn Sie diesem Computer noch hier mehr als 10 Jahre benutzen. Und wenn Sie sehen, unter. Ja. Die IPv6, das ist Ihre WLAN oder LAN-Adresse. Mit diesem Listen, Sie können einfach ins Internet gehen und einfach machen, was Sie wollen. Ah. Aber hier, die Problem ist, diese beide sind unsicher. Ah, okay. Und das ist hier nicht gut, warum die ersten Abteile auf Ihrem Computer läuft hier die Hintergrundprozessor. Ja, die 41, erste Mal, wir haben die 93 gesehen, dann wir haben die 40, jetzt noch. Die erste Nachteile ist, wir haben die alle Hintergrundprozesse das gefunden, das ist in Schaden, aber diese Applikation sind nicht kommt mit dem Hackers drin. So, das bedeutet, wenn irgendeinen Schaden kommt auf Ihrem Computer und funktioniert. Und diese Applikation gehört zum direkt von den dritten Person, von den Hackers oder den anderen Leuten. Ja. So, mit Hilfe von diesem Fall, mit diesem Hintergrundprozessor, jemand kann einfach ihre beides IP genommen. Ach, wegnehmen? Kann man die wegnehmen? Die IPs? Kann man die wegnehmen? Das ist immer drin. Sie sollen diese beides IP sicher machen, weil wenn Ihre beides IP sind weg, dann Sie können Ihre Computer plus Sie können Ihre Internet nicht benutzen. Ah, okay. Das ist die Problem. Ah. So, hier, ich möchte Ihnen sagen, zuerst, Herr Hessmann, was wir haben auf Ihrem Computer, das gemacht. Wir haben hier die Prefetch-Daten gefunden, Temp-Daten gefunden, dann wir haben auf Ihrem Computer die unnötigen Elemente gefunden. Mhm. Wir haben das auch weggemacht und die einige Applikationen sind updated. Und jetzt schreibe, welche Probleme wir haben hier das gefunden. Esther, läuft auf Ihrem Computer die viele Hintergrundprozessor? Zweiter, läuft auf Ihrem Computer die viele Runtime Broker, die viermals. Oh, dritter, wir haben hier die Dienst Bandit gefunden und das ist die fast alle Dienste. Dann die CPU Auslastung, das geht auch nicht gut.
Und am Ende, wir haben hier die IPV 4 und die IPV 6 unsicher gefunden. So, das ist hier die Probleme und hier für diesen Problem zu lösen, wir sollen auf Ihrem Computer die neue Dienste Lizenz aktualisieren. Und dann wir brauchen auf Ihrem Computer den McAfee IP Installation machen. So damit Ihre IPv4 und dann Ihre IPv6 geht sicher. Mhm. Aha. So, ich möchte Ihnen sagen jetzt, weil die beides, weil Sie haben uns einen technischen Unterstützungsvertrag. So natürlich, die Antivirus kommt mit diesem Frage nicht, okay? So, das ist egal, wenn Sie durch online kaufen oder Sie können unsere Firma das machen. Aber hier gibt es einen Unterschied, ich erkläre Ihnen, wenn Sie über den online kaufen, mhm. Sie sollen das pro Monat oder pro Jahr zahlen, weil diesem Lizenz dann kommt die ein Jahr Gültigkeit, zwei Jahr, drei Jahr, mhm. Okay? Aber der Unterschied für unsere Firma sagt, Sie sollen diese McAfee-Lizenz nur einmal Installation machen und das gültig bis diesem Computer noch aktiv. Ah. Okay. Und hier, für jetzt wir gehen über die Dienste. So, die Dienste ist eine wichtige App von Ihrem Computer. So, hier für diesen Dienste-Lizenz, wir sollen zuerst das kaufen und dann wir können die Dienste-Lizenz auf Ihrem Computer aktualisieren machen. Lizenz, meinen Sie? Genau. Ah. Weil Sie haben hier selber gesehen, die fast alle Dienste sind hier beendet. Ja. So, zuerst ich erkläre Ihnen über die Dienste, weil das ist die Hauptproblem im Moment. Und da brauchen wir eine Lizenz neue Lizenz. Genau, die komplett neue Lizenz. Ah. Und hier für diese Lizenz, das kommt die 5 Byte. Aber hierher hat man, Sie brauchen nur dann ein Byte auswählen. Ich erkläre Ihnen, die Unterschied inzwischen Byte ist, die Byte bedeutet eine Geschwindigkeit, weil es kommt auch die 32-Bit-Betriebssystem und dann kommt auch die 64-Bit-Betriebssystem. Das ja. bedeutet einen 4GB-Computer oder einen 8GB-Computer. So, die Unterschied inzwischen Byte ist, wie hoch ist Ihre Byte ist, Ihre Dienste sind immer aktiv bleiben. Ah. So, die irgendeinen keinen Trojan oder irgendeinen keinen Schaden, das macht Ihre Dienste nicht kaputt. Aber jetzt, ich erkläre Ihnen den Preis. Und die Byte, diesem alle, die 128 bis 512 Byte. Wenn wir das heute gemacht, das bedeutet, bis Ihre Computer geht Hardware und Software, beides, nie kaputt. Diese Listen sind immer aktiv. So, das ist egal. Wenn Sie diesem Computer noch in den Anspruch für den 15 Jahre benutzen, die Listens sind gültig. Ah. So, die erste Byte kosten hier die 199 plus Steuer. Zweite hier kosten die 249 Euro plus Steuer. Dritte hier kosten die 299 plus Steuer. Und wenn Sie gehen für die 300 oder die 500, diesem Bytes Byte kommt einen Platinum Byte. Und diesem Byte ist hier, die Preis ist ein bisschen teuer. Die 100 Euro, so ich schreibe das, die 399 plus Steuer. Oder wenn Sie gehen für die 500 Self Byte, die Preis ist die 499 plus Steuer. Ah. Und hier, weil wir nehmen hier kein Geld für unsere Arbeit, so Sie bekommen direkt eine Rechnung von den dritten Firma bekommen, Herr Hesemann. So das ist Ihre Wunsch, wenn Sie online benutzen, die Bankdaten, Sie können das Geld über den Online zahlen oder Sie können einfach Bank gehen und dann zahlen. Ja, mache ich. Und Sie brauchen im Momentan bis die 5 ein auswählen. Ja. So sagen Sie mir, welche Byte Sie möchten im Momentan gehen. Was war Platinum? Platinum sind die 300
und die 500. Ah, okay. Und was macht das? Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum brauche ich beide? Weil das ist ihre, einen Moment, jetzt zeige ich Ihnen. Das ist ihre komplett Dienstarbeit. So das bedeutet, pro Dienst hat die PID-Nummer und diesem PID-Nummer irgendeinen Schaden einfach nie blockieren oder einfach nie beendet machen. Ah. Weil hier im Momentan, Sie können hier selber sehen, mit Ihrer Maus bewegen Sie, wenn du checken Sie, die fast alle sind beendet. Und im Momentan, wenn Sie etwas benutzen, das funktioniert nur mit diesem Treiber, wird ausgeführt, diesem Dienstag wird ausgeführt. Und wenn diesem Active License ist auch beendet. Das bedeutet dann, Sie können Ihre Computer mit Hardware und mit Software beides seit nicht benutzen. Deswegen, hier, weil das ist die komplette License von Windows 10. Ah. So, wir können das nicht nur ein oder zwei License aktualisieren, wir brauchen den komplett Byte. In diesem Fall, wir machen diesen alter Byte weg von Ihrem Computer und dann wir können die neue Installation über die Dienste machen. Ah. Ja, dann? Ja. Dann nehmen wir 512 Byte. Okay, so Sie können mit diesem Byte einfach gehen. In diesem Fall, Sie haben schon Ihren Namen hier geschrieben, aber für den dritten Firma, das brauchen Ihre E-Mail-Adresse auch, weil dann diesem Firma, Finanzabteilung, schicken Ihnen direkt eine Rechnung per E-Mail. So, Sie können das Geld über online zahlen oder für den Banküberweisung zahlen. Ja. So, schreiben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Rufnummer. Bitte schön. Okay, danke hier, Herr Simon. Und das ist Ihre Haupt, die Sache. Wir machen diesen höchsten Byte von Ihrem Computer. Ja. Und wenn Sie möchten, den Mac-Café auch, wir können auch nach diesem Dienstinstallation machen. Ja. Okay, so ich kann Ihnen auch über die Mac-Café-Preise erklären. Die Mac-Café kommt nur mit drei Möglichkeiten. Basic, Advanced und auch die Platinum. Ah. Und das ist auch für gültig bis Lebens. Aber in diesem Fall, Herr Hesemann, wenn Sie haben irgendeinen Problem, Ihre Arbeit ist, Sie sollen uns kontaktieren so über diesem Software oder für die anderen Programme, wir machen das weg. So die Basic hier auch kosten die 199 plus Steuer, Advanced hier kosten die 299 plus Steuer und die Platinum hier kosten die 349 plus Steuer. Ja, dann müssen wir auch Platinum machen, ne? Wenn wir schon einmal Platinum haben, dann müssen wir auch da Platinum machen. Ist das denn auch besser? Schützt der besser? Ist der sicherer? Ja, für Ihr System, die McAfee ist sicher als die Norton Avira Avas. Ah, die McAfee ist sicher. Ja. Und Sie sollen auch nicht für den Mac-Café jedes Monat oder jedes Jahr zahlen. Wenn Sie das Platinum gemacht, das bedeutet inzwischen Zeit, Sie können das für den langen Zeit einfach ohne Problem Ihre Computer benutzen. Aber trotzdem, wenn Sie bekommen Probleme, wir sind da, melden Sie uns, wir machen die Probleme weg. Perfekt.
Okay, so Sie haben mir über die Dienste die 512 Byte gesagt und für diese Mac-Kaffee welche auch Platinum oder ja, Basic ja. Advanced? Auf jeden Fall auch Platinum. Platinum. Okay, so Sie können Ihre Computer da sowieso lassen. Jetzt ist die 11:30. So ich brauche hier ungefähr eine Stunde Zeit. So in diesem Fall, Sie können Ihre Computer nicht benutzen. Und hier, Herr Hasemann, weil das ist die Firma sind gleich für diese Mac-Kaffee auch und für die Dienst auch, aber das ist die zwei Sache, die Dienste und den Mac-Kaffee. So sagen Sie mir, wie möchten Sie das zahlen? Möchten Sie den zwei Rechnung oder Sie möchten den nur ein in Gesamtrechnung? Eine Gesamtrechnung reicht ja, ne? Da kann ich das überweisen. Ein in Gesamt. Okay, dann super. So, machen Sie so, lassen Sie Ihre Computer sowieso. Es ist, wenn meine Arbeit ist fertig, ich rufe Sie an. Wunderbar, Dankeschön. Danke, tschüss. Ja, jetzt habt ihr gesehen, was da abgeht. Also die hat so einen gequirlten Mist erzählt, dass das sollte ja jedem einleuchten. Nur leider muss man sagen, fallen dann trotzdem darauf natürlich vorzugsweise ältere Leute ein. Und das ist halt eine schwierige Situation. Man bekommt da Fehler aufgezeigt, die auf dem Computer sind. Man muss sich entscheiden, man wird unter Druck gesetzt. Und das ist gar nicht so einfach, sich dagegen zu wehren. Deswegen findet hier in der Tat Betrug übers Jahr verteilt in Millionenhöhe statt. Und das darf man nicht unterschätzen. Das heißt, alle, die dieses Video gesehen haben, bitte warnt eure Familie oder Ähnliches, dass die bitte niemals einen, egal wer es ist, auf ihren Computer lassen. Und wenn der noch so viel behauptet und noch, das ist alles Schwachsinn, genauso wie bei mir. Denn eins ist gewiss, der Computer, den ich extra dafür ja aufgesetzt habe, der war komplett virenfrei, komplett fehlerfrei. Das ist ein ganz neues, aufgesetztes System, was ich jeweils immer wieder zurücksetze, damit ich wirklich einen ganz sauberen Computer habe. Und trotzdem versuchen die dann immer wieder mit dubiosen Anzeigen und Fehlern, die gar keine Fehler sind, dann euch natürlich hier zu benachteiligen. Aber jetzt kennt ihr ja das Video, das heißt, ihr werdet dann in Zukunft besser aufpassen, gehe ich mal von aus. Solltet ihr noch mehr von diesen schönen Videos sehen wollen, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Und über einen Daumen rauf würde ich mich natürlich auch freuen. Dann sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.